Hallo, hallo, geliebtes Wesen. Ja, wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf. Das ist die zentrale Schlüssellektion, die uns wirklich vollkommen frei macht von der Vergangenheit. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dich erschaffen hat? Ja, wie hat er dich erschaffen? Erschaffen geht immer nur als Ausdehnung. Und die einzige Quelle der Wahrheit, der Wirklichkeit des Lebens, ist Gott Vater selbst, der nur Liebe ist. Wir haben ihn so verspottet und verkannt, geglaubt, dass er uns verfolgt und dass er unsere Sünden zählt und all dieser Unsinn. Er will nur, dass du aufwachst zu deiner ewigen Herrlichkeit in ihm. Dann ist die Welt des Leides vergessen, denn wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf. Das ist eine Tatsache, die wir akzeptieren können oder verleugnen können. Aber da du ja dieses Video heute hier hörst mit mir und wir gemeinsam Hand in Hand nach Hause gehen, ja, im Grunde genommen gehen wir nicht nach Hause, wir sind schon da, wo der Vater uns eingesetzt hat für die Ewigkeit. Wir können das nicht ändern. Ja, 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 ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin sein Sohn. Sein Sohn kann ich leiden und ich bin sein Sohn. Okay, wir steigen mal ein. Das ist wirklich die Lektion der Lektionen. Die sollte jeden Tag in unserem Geist immer wiederholt werden. Gut, gut. Lektion 110. Auch wunderbar, eins und eins. Gott ist eins. Und ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, eins, eins. Und alles, was ich geglaubt habe, ist null, weg. 110, wir können aus den Zahlen immer was basteln. Ich bin, wie Gott mich schuf. Wir werden den heutigen Gedanken von Zeit und Zeit wiederholen. Denn dieser eine Gedanke würde reichen, dich in die Welt, dich und die Welt zu erlösen. Stell dir das bitte vor, ein Gedanke kann die ganze Welt erlösen. Wenn du nur glaubtest, dass er wahr ist, darum geht's. Seine Tatsache, du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Seine Wahrheit würde bedeuten, dass du keine Veränderung in dir vorgenommen hast, die Wirklichkeit besitzen und dass du auch das Universum nicht verändert hast, um das, was Gott schuf, durch Angst und Böses, durch Elend und Tod zu ersetzen. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, hat deine Angst keine Bedeutung. Das Böse ist nicht wirklich und Elend und Tod existieren nicht. Halleluja! Der heutige Gedanke ist daher alles, was du brauchst, damit die vollständige Richtung deinen Geist heilen und dir die vollkommene Schau gegeben werden kann, die all die Fehler heilen wird, die irgendein Geist je zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort begangen hat. Stell dir mal vor, was für eine Macht in so einem Gedanken gelegt ist. Er kommt ja von Gott selbst für die Heilung von dir und allen. Das ist unglaublich, das können wir überhaupt nicht erfassen. Er reicht aus, damit die Gegenwart so angenommen werde, wie sie ist. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Er reicht aus, damit die Zeit zur Mitte wird, dank dem die ganze Welt lernen kann, der Zeit und jeder Veränderung zu entrinnen, die Zeit, während sie vergeht, mit sich zu bringen scheint. Ja, wenn ich so bleibe, Bruder, wie Gott mich schuf, und du so bleibst, wie Gott mich schuf, wir sind die Ausdehnung des Vaters. Ja, wo sind wir dann? Natürlich im Vater. Was uns gibt, umgibt uns dann? Na, die Liebe des Vaters. Der Frieden, die Glückseligkeit. Wir sind ein einziger Geist. Und eine Liebe, ein Sein, ein Selbst, das teilen wir alle. Da gibt es keine Konflikte, kein Mehr und kein Weniger, keine Urteile. Alles weg. Und damit ist alles Leid weg. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, können Erscheinungen nicht an der Wahrheitsstelle treten. Gesundheit kann nicht Krankheit werden, noch kann der Tod Ersatz für Leben oder Angst Ersatz für Liebe sein. Nein, die Liebe ist immer die Liebe. Gottes Sohn, die hüllt immer alle ein. All dies ist nicht geschehen. Halleluja. All dies ist nicht geschehen. Ich habe mich nur gehört. Wenn du bleibst, wie Gott dich schuf, ist das alles nicht geschehen, klar. Dann habe ich mich ja nur geirrt, dann habe ich ja nur geträumt, etwas zu sein, was ich nicht bin. Du brauchst keinen Gedanken außer diesem einen, um die Erlösung herbeizuführen, die Welt zu erleuchten und sie von der Vergangenheit zu befreien.
Es gibt nur einen Geist. Ich bin die Welt. Ich habe die Welt erfunden, die ich wahrnehme. Ich habe mich zerstückelt in Billionen von Ideen. In Männer, Frauen, Kinder, Tiere, Gegenstände, Landschaften, Pflanzen, Meere, egal was. Planeten, alles nicht wirklich. Gott hat keine Materie erschaffen, Bruder. Gott ist Licht und Liebe und du bist seine Ausdehnung, Licht und Liebe. Wir sind das Wesen von Liebe und Licht. Krankheit, Leid und Tod kennen wir nicht. Wir können jetzt zu dieser Tatsache erwachen und nur noch über den ganzen Wahnsinn dieser Welt lachen. Das reimt sich sogar. Ja, das ist wunderbar, wunderbar. Mit diesem einen Gedanken wird die ganze Vergangenheit aufgehoben, die Gegenwart erlöst, um still in eine Zukunft ohne Zeit sich auszudehnen. Also Zeit ist ja nur, die wirkliche Zeit ist ja nur die Gegenwart. Es gibt keine Vergangenheit, die ist schon längst vergangen und die Zukunft ist noch vorgestellt. Also wenn ich das Ganze loslasse, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, jetzt, in der Gegenwart, für mich und alle. Wo bist du dann? Eins mit mir im Vater, ein Sein, ein Leben, eine Herrlichkeit. Wir sind ein heiliges Selbst. Denn du bist nach wie vor, wie Gott mich dich schuf. Und ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Wir teilen eine Identität. Also, wenn du bist, wie Gott dich schuf, hat keine Trennung deines Geistes von seinem großgeschrieben stattgefunden. Keine Spaltung zwischen deinem Geist und dem Geist anderer. Wir sind alle eins. Wir sind alle eins. Und jetzt gehen wir in deine Ganzheit rein. Ich bin eins, Vater, ich bin dein ganzer heiliger Sohn. Du hast mir die ganze Schöpfung anvertraut. Und einzig Einheit ist in deinem eigenen Geist. Ich bin die Ganzheit. Ich bin die Ganzheit. Ich bin die Ganzheit. Gottes heiliger Sohn kann ich leiden. Sein soll. Die Ganzheit, die Herrlichkeit, die Vollkommenheit. Ich bin kein Körper. Nein, nein, nein. Die Heilkraft des heutigen Gedankens ist grenzenlos. Es ist die Geburtsstätte aller Wunder. Es ist der große Wiederhersteller der Wahrheit im Bewusstsein der Welt. Übe den heutigen Gedanken voller Dankbarkeit. Ja, dies ist die Wahrheit, die gekommen ist, um dich frei zu machen. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Vater, ich bin dein heiliger Sohn. Ich liebe dich, Vater, und ich liebe mich als deinen Sohn. Dies ist die Wahrheit, die dir Gott versprochen hat. Dies ist das Wort, großgeschrieben, in dem alles Leiden endet. Ja, da sagt es ja da in der Bibel, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das ist Gottes Wort. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. In diesem Wort bin ich und alle erlöst. Denn alles, was ich glaubte, was Wirklichkeit hätte, kam nur aus der Idee der Trennung, also aus einer Wahnidee. Denn Trennung hat es nie gegeben. Beginne deine 5-minütigen Übungszeiten mit diesem Zitat aus dem Textbuch. Ich bin, wie Gott mich schuf. Sein Sohn kann nicht leiden. Und ich bin sein Sohn. Ich wiederhole mit dir. Ich bin, wie Gott mich schuf. Sein Sohn, großgeschrieben, kann nicht leiden. Und ich bin sein Sohn. Ja, wo ist denn sein Sohn? Wo bist du? Das ist diese große Frage. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und wo? Natürlich im Vater. Wo sonst? In seinem Herzen, in seinem Geist, in seinen Liebesarmen. Vollkommen sicher und geborgen. Versuche dann, indem du diesen Satz dir fest vor Augen hältst, in deinem Geist das Selbst zu finden, großgeschrieben, das Gottes heiliger Sohn ist. Tja. Wie geht's mir dabei? Wunderbar. Suche ihn in dir, der Christus in dir ist. Den Sohn Gottes und Bruder für die Welt. Den Erlöser, der in aller Ewigkeit erlöst ist und die Macht hat, jeden zu erlösen, der ihn auch noch so leicht berührt und nach dem Wort fragt, das ihm sagt, dass er sein Bruder ist. Wunderbar.
Und du bist dieser heilige Sohn Gottes und ich bin dieser heilige Sohn Gottes. Wir können wirklich die ganze Welt mit diesem Gedanken erlösen. Du, großgeschrieben, bist, wie Gott dich schuf. Du bist, wie Gott dich schuf. Ehre heute dein Selbst. Dein großgeschriebenes Selbst. Lass heute keine Götzenbilder mehr angebetet werden, die du als Gottes Sohn anstelle dessen, was er ist, gemacht hast. Die Frauen, die Männer, die Kinder, die Bäume, die Hunde, die Katzen, alles nicht wirklich. Tief in deinem Geist wartet der heilige Christus in dir darauf, dass du ihn großgeschrieben als dich anerkennst. Ja, ich bin, wie Gott mich schuf. Du bist eins mit mir, Jesus Christus. Der Vater hat uns gleich erschaffen. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir sind eins im Vater. Du bist verloren und erkennst dich nicht, solange er nicht anerkannt ist und erkannt. Ja. Ja, so mache ich das immer. Ich gehe in meinem Inneren zum Christus, zum herrlichen Jesus Christus, meinem wunderbaren Bruder, der alle Lektionen gelernt hat. Fühle unser Einssein. Und dann fühle ich mich sofort ganz und glücklich im Vater. Das ist ein guter Weg, ich sag's dir. So was Wunderbares. Suche ihn heute und finde ihn großgeschrieben. Er wird dein Erlöser von allen Götzen sein, die du gemacht hast, ja. Ja. Hey, hey, hey. Denn wenn du ihn findest, wirst du verstehen, wie wertlos deine Götzen sind, aber ja. Und wie falsch die Bilder, die du für dich hieltest. Ja, das nichts war. Egal. Alles das, was ich glaubte und mit dem ich mich aufgebläht habe, Doktortitel und so weiter. Das kann ich mir mal berlinerisch ausgedrückt alles vors Knie nageln. Es ist bedeutungslos. Da bin ich ein ganz kleines, bedeutungsloses Mickermännchen. Ich kann noch so viel Titel haben, Professor Dr. Pipapo. Nein. Ich bin das ganze Universum der Liebe, der ganze Himmel. Gottes Sohn. Ewig glücklich, ewig ganz, ewig heilig, geheilt, vollkommen. Und das teile ich mit allen, wenn das nicht eine Macht ist. Bruderherz. Heute nehmen wir das an. Suche ihn heute und finde ihn, ja. Er wird dein Erlöser von allen Götzen sein, die du gemacht hast. Denn wenn du ihn findest, wirst du verstehen, wie wertlos deine Götzen sind und wie falsch die Bilder, die du für dich hieltest. Aber ja, heute machen wir einen wichtigen Vorstoß zur Wahrheit, indem wir Götzen fahren lassen. Aber ja, und Hände, Herz und Geist Gott öffnen. Ist das nicht wunderbar? Und alle falschen Götter, die wir erfunden haben, ob es der Allah, Jehova, Schiff, Baba, Krishna, egal wer es ist, alles nicht wahr. Gott ist. Die Liebe, das Licht, die Herrlichkeit und das bin auch ich. Wir wollen heute den ganzen Tag über an ihn denken und dankbaren Herzens und liebenden Gedanken allen gegenüber, denen wir heute begegnen. Denn dadurch erinnern wir uns seiner, also großgeschrieben. Und damit wir uns an seinen Sohn, unser heiliges Selbst, den Christus in jedem von uns erinnern, wollen wir sagen, ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ja, wir wollen diese Wahrheit oft verkünden, wie wir können. Denn dies ist Gottes Wort, das dich frei macht. Dies ist der Schlüssel, der die Himmelspforte öffnet und dich eintreten lässt in Gottes Frieden und in seine Ewigkeit. Ach, das ist so wunderbar. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich mache ja dreimal in der Woche am Strand Gymnastik und meine kanarischen und spanischen Brüder, die beginnen immer mit mir. Soy tal como Dios me ha creado, no soy cuerpo. Ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin so, wie Gott mich schuf. Und das hilft ihnen enorm. Und immer wieder, wenn sie mich sehen, sagen sie, Heide, ich bin ja kein Körper, ich bin ja frei, ich bin ja Gottes Sohn. Und dann gibt uns Jesus immer einen Satz für den Tag, einen Leitsatz aus dem Kurs, den sie dann besonders üben sollen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Wie ist es dir bei der Übung gegangen? Na, Jesus, danke der Nachfrage. Ach, ich bin, wie Gott mich schuf. Das führt mich sofort zu dir, Jesus. Denn du bist ja konstant in dem Gewahrsein, der Christus zu sein und glücklich zu sein. Du bist in unserem Geist und du bietest dich an, uns zu führen und dir unseren Körper und Ego zu geben, damit du es
die sie kontrollierst und wir die Angst kontrollieren können. Was passiert, sagt er, wenn du sagst, ich bin wie Gott mich schuf? Ich bin wie Gott mich schuf. Ja, das ist eine Öffnung. Aber ich merke auch, Jesus, dass die falsche Lehre, die ich in der Vergangenheit gelernt habe, mit Schiff Baba und Seele in der Mitte der Stirn, wo wir ja als reinkarnierende Seelen angeblich Gottes Sohn waren, dass das noch nicht ausreicht, ich bin wie Gott mich schuf. Ich brauche die Ganzheit. Denn in der Ganzheit kann ich nicht ein Körper sein, kann ich nicht ein Seelchen im Körper sein. In der Ganzheit bin ich der ganze Heilige Gottes Sohn, ich bin das Selbst. Also unsere Seele, die wir sind, ist Gott selbst, ist das Heilige Selbst. Wo lebst du dann? In Gott. Nein, ich kann nicht woanders leben als in Gott. Die Anerkennung, dass ich in Gott lebe, ist meine ganze Freude. Ja. Ist sofort eine Umschaltung im Geist. Total. Jetzt sagt das Ego, ich müsste was trinken. Nein, ich muss nichts trinken. Ich, der Heilige Sohn Gottes, werde von der Liebe Gottes erhalten. Meine Nahrung ist die Liebe des Vaters. Er segnet mich in jedem Moment. Gott dehnt sich in jedem Moment, Bruder, zu dir, seinem Sohn, aus. Er liebt dich. Er ruft dich in jedem Moment, das zu sein, was du wirklich bist. Frei von Leid und ihm. Ist das nicht herrlich? Wir haben tatsächlich einen grenzenlos liebenden Vater. Und die Idee von einem Vater, der uns verfolgt, die ist nicht wahr. Wir sind heilig, wir sind vollkommen, wir sind ganz, so wie Gott Vater uns erschaffen hat. Und das teilen wir miteinander. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag, freudvollen Tag. Du bist wie Gott dich schuf und ich bin wie Gott mich schuf. Wir sind eins. Wenn ich das Einssein von uns fühle, bin ich sowas von glücklich. Dann ist die Wand weg, die Trennung, die Angst. Alle Blockaden lösen sich in diesem einen Gedanken. Wir sind, wie Gott uns schuf. Schönen Tag.